Es könnte kaum besser sein. Wir sind mittendrin in einem Börsenaufschwung und gleichermaßen auch mitten im April, der als einer der stärksten Börsenmonate gilt. Und so fragt sich der eine oder andere Anleger, macht es jetzt Sinn, jetzt schon vielleicht Aktien zu verkaufen und nicht erst auf Sell in May zu warten? Fragen wir mal einen, der es wissen muss. Er ist Experte für Saisonalität am Aktienmarkt. Thomas Hupp, schön, dass Sie wieder da sind. Ja, herzlichen Dank. Gerne. Es geht also um die saisonalen Einflussfaktoren an den Aktienbörsen im April 2024. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Lage ein an den Märkten? Könnte es dann Rückschläge geben? Ja, das sehe ich so. Also es ist natürlich immer schwierig. Wir haben zwei Bewegungen, die wir gerade haben. Und einen Risikofaktor sehe ich in Gewinnmitnahmen. Wir haben jetzt so viele Aktien, die schon seit Wochen ein All-Time-High nach dem anderen überschreiten und weiterführen. Die Märkte sind wahnsinnig positiv. Das heißt, ein All-Time-High heißt immer, alle Anleger haben Plus gemacht. Und das ist immer gefährlich, dass es Gewinnmitnahmen gibt. Das heißt, hier sehe ich tatsächlich Risiken, wenn man natürlich von den üblichen Risiken absieht, Zinsrisiko und so weiter. Genau. Also das ist die gefährliche Seite, aber wir haben auch eine positive Seite. Der April ist in der Regel ein sehr, sehr starker Monat, saisonal gesehen. Apropos, grundsätzlich nochmal nachgefragt zur Saisonalität des April. Welche Einflussfaktoren haben Sie denn hier im Laufe Ihrer langjährigen Erfahrung ausgemacht? Genau, der April ist deswegen so stark, weil hier haben wir zwei Faktoren. Einmal, es kommen sehr viele Quartalsbilanzen aus den Unternehmen. Die großen Investoren, da die Vermögensverwalter, lesen die. Und wenn die ganz gut ausfallen und die Prognosen vor allem gut ausfallen, dann kaufen sie nach. Und es kommt noch ein Effekt dann Mitte bis Ende des Monats dazu, dass die Aktiengesellschaften selber ihre Gewinne wieder in ihre Aktien anlegen, Aktienrückkäufe tätigen. Und auch das stützt den Markt. Und deswegen ist der April so extrem stark. Und das sehen wir auch jetzt. Die Bilanzen sehen bei vielen Unternehmen sehr, sehr gut aus. Also ich höre stark positiv, alles mit sehr viel Optimismus versehen. Will ich Sie mal ein Stück zurückholen. Welche negativen Einflussfaktoren, welche Risikofaktoren sehen Sie denn? Genau, also von der Saisonalität her haben wir ein schwieriges Jahr, weil wir im US-Wahljahr sind. Und das verläuft zwar stark saisonal, aber etwas verschoben und anders. Da haben wir normalerweise eben eher schon einen schwachen April, also ein ganz gutes erstes Quartal, wie wir es gesehen haben. Dann einen schwachen April, noch schwächeren Mai und dann kommt eine Rallye bis kurz vor die Wahl, bis in den September rein. Das ist so das typische Wahljahr. Und das könnte auch so laufen, weil die Märkte ja auch schon extrem weit oben sind. Kommen wir zur Börsenweisheit nochmal zurück. Sell in May, go away. But don't forget to remember to come back on Halloween. Achtung, Achtung, Halloween bei Ihnen. Ja. Wird das in diesem Jahr eine gute Empfehlung sein? Ja, also ich denke, es kann durchaus Vorteile bringen, also vom Rendite-Risiko-Verhältnis her. Ich glaube aber eher aufgrund des Wahljahrs, dass wir dann eher Sell in July machen sollten oder sogar bis August, September halten sollten, wenn wir saisonal anlegen. Also das, glaube ich, ist etwas vorteilhafter. Den US-Wahlzyklus oder die US-Wahlen haben Sie schon angesprochen. Und deshalb möchte ich das noch ein Stück weit vertiefen. Denn auch das haben Sie im Laufe Ihrer langjährigen wissenschaftlichen Studien untersucht. Bis 1900 zurück, ist das richtig? Ja, genau. Sind die historischen Daten dann so nutzbar, sage ich mal? Oder ist es nicht mittlerweile so, dass so viele aktuelle Themen, neue Themen dazu gekommen sind, dass man vielleicht sagen kann, man muss beides möglicherweise miteinander gut abwägen? Das ist richtig. Man muss immer vorsichtig sein, weil die Börse ist kein Uhrwerk, das immer gleich funktioniert. Aber wir haben aus der fundamentalen Seite natürlich Rückenwind. Denn wenn man mal untersucht, warum ist das US-Wahljahr so und das Vorwahljahr ist ja auch sehr stark saisonal, weil der amtierende US-Präsident will zwei Sachen verkünden im Wahlkampf, der jetzt ja immer stärker wird. Erstens, ihr habt alle Jobs, Arbeitsmarktdaten sind super, die Wirtschaft läuft gut und in Amerika ganz wichtig, die Börse läuft gut. Deswegen wird gerade am Anfang vom Jahr, was wir letztes Jahr schon gesehen haben, fiskalpolitisch Geld in die Wirtschaft gepumpt, was sich dann aber verzögert 4 bis 6 Monate später an der Börse dann bemerkbar macht. Und das ist der Effekt, warum das US-Wahljahr saisonal ist, aber etwas anders verläuft. Wie kann man jetzt allerdings zu der jetzigen Situation, wo wir nahe Allzeithoch stehen, überhaupt noch von dieser aktuellen Lage profitieren? Also kann es in der Tat noch weiter aufwärts gehen? Wie sollte man sich aufstellen? Ja, genau. Also alle Weisheiten voraus. Der Markt kann immer noch länger nach oben gehen oder auch nach unten als erwartet. Aber ich würde mal sagen, als erstes muss man einfach immer Geduld haben und die Ruhe bewahren. Und mein guter Tipp an Anleger ist, auf verschiedene Anlagestrategien streuen. Also jeder hat mal Stärken und Schwächen. Natürlich die saisonale dazu packen.
Und dann einfach Ruhe bewahren, sich nicht verrückt machen lassen. Und eins Wichtiges bei der Saisonalen, wenn man es selber macht, man muss einen Mantel aussuchen, wo ich die Gewinne jedes Jahr, wenn ich verkaufe im Mai oder im Juli, steuerfrei habe. Das heißt, entweder ein Zertifikat oder eine Fondspolice wählen. Das ist noch ganz wichtig für Anleger. Und dann treu bleiben. Einfach treu bleiben, egal was das Fähnchen an der Börse sagt. Das habe ich schon öfter gehört. Strategietreue zahlt sich aus am Ende, sagt auch Thomas Supp. Herzlichen Dank für den Besuch und alles Gute für Sie. Gerne.